Sehr geehrte Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Engagierte aus allen Teilen des Landes. Es klingt schon fast selbstverständlich, wenn wir derzeit als baden-württembergische Landesregierung ein Bürgerforum zur Corona-Pandemie mit 50 ZufallsbürgerInnen durchführen. Oder wenn die Stadt Herrenberg eine Lernwelt für Beteiligung und Engagement mit Verwaltungsmitarbeitern durchführt. Spätestens aber, wenn die Gemeinde Grünkraut lehrbuchhaft und befördert durch unser Programm gut beraten, einen dialogischen Beteiligungsprozess, einem Bürgerentscheid für das geplante Seniorenzentrum vorschaltet, stellt sich die Frage, woher kommen alle diese Formen der Bürgerbeteiligung und warum hat sich gerade Baden-Württemberg auf den Weg hin zum Musterland der Bürgerbeteiligung gemacht? Das ist gewiss kein Zufall, sondern gesellschaftspolitisch gewollt und Teil eines gesellschaftlichen Aufbruchs mit einer 30-jährigen Geschichte. Dazu möchte ich Sie, liebe engagierte Weggefährtinnen und Weggefährten, auf eine kleine Zeitreise mitnehmen und zurückblicken, wie und wo alles begonnen hat mit der Bürgerorientierung im Ländle. Woher kommt diese Bürgerorientierung? Sicher haben wir bei dieser Tagung auch einige Zeitzeugen dabei, die sich noch gut an die Anfänge erinnern. Die reichen zurück bis ins Jahr 1990, als ein gewisser Dr. Konrad Hummel aus der Geschäftsstelle Bürgerengagement im baden-württembergischen Sozialministerium die kommunalen Landesverbände und damit auch viele Kommunen im Land für den Wandel des altehrwürdigen Ehrenamtes hin zum gesellschaftlich relevanten Bürgerengagement begeisterte. Projektorientiert, zeitlich befristet und durch die Verwaltungen wertgeschätzt, langsam, ganz langsam wurden aus Rathäusern Bürgerhäuser oder Bürgertreffs. Dieser Wandel war von ganz oben gewollt. Der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel holte sich seinerzeit sogar aus Übersee Anregungen. Mein eigener Mann, Warnfried Dettling, erzählt mir heute noch begeistert aus dieser Zeit, die er im Staatsministerium mitgestalten durfte. Es waren bewegte und bewegende Zeiten. In Erinnerung ist etwa ein Zukunftskongress, bei dem sich die ganz Großen der Szene ein Stelldich eingaben. Benjamin Barber und Michael Walzer zeigten, wo es hingehen kann mit der Bürgergesellschaft. Über dem Land wehte eine Aufbruchsstimmung und es entstanden neue, lebendige Formen des Bürgerengagements und kooperative Ansätze zwischen Verwaltungen und Bürgerinnen. Die Bürgerkommune machte sich auf den Weg. 1999 kam ein weiterer Impuls dazu. Ein bundesweiter Wettbewerb der Bertelsmann Stiftung und des Vereins Aktive Bürgerschaft mit dem Titel Bürgerorientierte Kommune – Wege zur Stärkung der Demokratie. Dieser wegweisende Wettbewerb sorgte für Aufsehen und siehe da, die schwäbische Kleinstadt Nürtingen ging unter den 82 Kommunen als Siegerin hervor. Begründung: Es gibt eine lebendige und systematische Anerkennungskultur für das Engagement der Einwohner. Verwaltung und Politik beteiligen konsequent und frühzeitig ihre Bürgerinnen und Bürger am kommunalen Geschehen, beispielsweise mit dem Format Politikerfragen, Bürgerantworten. Neben beachtlichen Preisgeldern ging noch ein anderer Hauptgewinn aus diesem Wettbewerb hervor, nämlich das bundesweite Netzwerk Civitas, das über 10 Jahre lang wertvolle Praxisbeispiele zum Thema bürgerorientierte Kommune erarbeitete. Bremen, Leipzig und Ulm mit einer sehr ausgeprägten Stadtteilkultur. Essen erarbeitete ein viel beachtetes Konzept für die Verwaltungsqualifizierung. Filderstadt gab sich gar die erste Beteiligungssatzung überhaupt. Oder nehmen Sie die kleine, beschauliche Gemeinde Weyern im benachbarten Bayern. Die gab sich bei einem Schulneubau nicht nur mit der Planungsbeteiligung der Bürger zufrieden, sondern ließ diese auch in der Umsetzung mit anpacken. Wirklich großartige Beispiele aus dem Land und der ganzen Republik und zudem ein guter Anlass, die Civitas-Botschafterinnen, die heute auch hier dabei sind, herzlich zu grüßen. Was für Zeiten!
Die ganze Herangehensweise, das Grundverständnis, ja, die Denke war neu. Statt die BürgerInnen wie gewohnt über die Rathäuser vor allem zu bedienen und zu versorgen, sollte die Verwaltung nun auf einmal mit den Bürgern zusammenarbeiten. Und das womöglich auch noch auf Augenhöhe. Ein großer Schritt und ein radikales Umdenken für wirklich alle Beteiligten. Entsprechend unterschiedlich sind die Reaktionen seinerzeit ausgefallen, von Verhalten übervorsichtig bis aufgeschlossen emanzipatorisch. Am schwersten haben sich dabei die gewählten Räte getan, und das ist manchmal auch heute noch so. Getragen von der ewigen Frage, wozu sind wir denn gewählt von den Bürgern? Das preisgekrönte Nürtinger Format, bei dem die Gemeinderäte die Fragen stellten und die Bürger die Antworten gaben, passte damals und es passt auch heute noch. Bürgerschaftliches Engagement zuzulassen war noch vertretbar, mitunter sogar hilfreich. Aber die Bürger mitreden zu lassen, das fiel nicht nur vielen Kommunen schwer, sondern auch so manchen kommunalen Landesverband. Wozu auch? Es gibt doch schon lange und überall Beteiligung, so hieß es oft. Gemeint war damit die vielbeschworene Trollinger-Beteiligung an den Stammtischen. Eine systematische Beteiligung oder gar ein Format nach dem Vorbild der Bürgerräte in Vorarlberg war im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre vielerorts noch ganz ein rotes Tuch. Doch auch das hat sich über die Jahre geändert. Wer damals gedacht hat, Bürgerkommune sei nur ein weiterer Modebegriff, der hatte nicht mit der Zivilgesellschaft gerechnet. Die Bürgerinnen und Bürger wurden selbstbewusster. Sie waren durch die neuen Medien immer besser informiert. Sie wollten mitreden und sie wurden eben auch protestbereiter, aktiver. Aus den sozialen Bewegungen, die das Ehrenamt über lange Jahre befeuerten, wurde eine couragierte und engagierte Zivilgesellschaft, die sich einen festen und verdienten Platz als dritter Sektor zwischen Staat und Markt erstritten hat. Beispiele dafür gibt es mehr als genug. Von der Finanzkrise über die Flüchtlingskatastrophe und den Klimawandel bis hin zur Corona-Pandemie. Ohne Zivilgesellschaft schafft es der Staat und schaffen es die Kommunen schon lange nicht mehr, solche großen und komplexen Probleme zu bewältigen. Es geht nur mit der Zivilgesellschaft, der Kraft und den Ideen aller. Klar ist inzwischen auch, dass es dabei um viel mehr geht als um ein bisschen Ehrenamt und ein bisschen Kit für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Dafür sind wir als Landesregierung sehr dankbar. Am deutlichsten zu spüren ist dieser gewaltige Aufbruch der Zivilgesellschaft etwa in den Protesten um Stuttgart 21 oder auch bei der Standortsuche für ein neues Gefängnis im Land. Die Bürger wollen bitteschön gehört werden, wenn große Dinge vor ihrer Haustüre entschieden werden. Sie wollen ihre Meinung kundtun, sich einbringen können, mitgestalten. Und so kam es, wie es kommen musste. Im Musterland des Ehrenamts und des Bürgerengagements führten Protest und auch das Engagement der Bürger zum Regierungswechsel. Es war die Geburtsstunde unserer Politik des Gehörtwerdens, die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann seither praktiziert und gelebt wird. Das sichtbarste Zeichen dieses neuen Regierungsstils bin sozusagen ich selber. Mit dem Amt der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung und meiner Berufung wurde das Thema regierungsrelevant und hochpolitisch, wenn Sie so wollen. Das zeigt sich auch darin, dass ich als Staatsrätin Sitz und Stimme im Kabinett habe. Drei Dinge waren mir von Beginn an wichtig für eine weitere Stärkung der Bürgerorientierung. Ein Leitfaden für eine neue Planungskultur als Verwaltungsvorschrift. Die Allianz für Beteiligung zur Unterstützung der Zivilgesellschaft und das Beteiligungsportal als Form der digitalen Beteiligung an Gesetzesvorhaben. Von zentraler Bedeutung, meine Damen und Herren, war und ist dabei, dass im Sinn eines guten Zusammenspiels von Bürgern und Politik unsere Verwaltungen für den aufgeschlossenen Umgang mit den Bürgerinnen qualifiziert werden. Unsere vielen Mitarbeiter in den Verwaltungen müssen sensibilisiert werden für die Belange und Bedürfnisse der Menschen.
Sie müssen erfahren, wie fruchtbar ein vertrauensvolles Miteinander sein kann, wie aufschlussreich es sein kann, einfach mal zuzuhören. Es geht darum, voneinander zu lernen, zusammenzuarbeiten und erworbenes Wissen miteinander zu teilen. Es geht darum, auf Augenhöhe Perspektiven auszutauschen, aus Überzeugung andere Positionen einzunehmen, also die Seite zu wechseln und zu verstehen, wo die jeweiligen Belange und Nöte liegen. Gegenseitiges Verständnis für die Positionen des jeweils anderen erleichtert die Zusammenarbeit nicht nur. Diese grundlegenden Einblicke in bisher unbekannte Welten sind oftmals der entscheidende Baustein für bessere Prozesse, für eine zielgerichtete Bearbeitung und auch für eine höhere Akzeptanz der Ergebnisse. Ein Fundament also, auf dem das Gelingen solcher komplexer Projekte und Herausforderungen möglich ist. Für eine Qualifizierung in diesem Sinne sorgen die Führungsakademie mit einem modularen Lehrgang, genauso wie die Verwaltungshochschulen mit Inhalten zur Bürgerbeteiligung. An der Universität Stuttgart entstand 2013 sogar ein Masterstudiengang für Planung und Partizipation, der seitdem für den Beteiligungsnachwuchs in den Rathäusern und in der Beteiligungswirtschaft sorgt. Einen wichtigen Beitrag für eine kreative Qualifizierung leistet auch die Evangelische Akademie Bad Boll mit den Art of Hosting-Ausbildungen. Der Impuls dafür kommt über den Bodensee herüber, aus der Vorarlberger Schule, die uns über viele Jahre zu einem guten grenzüberschreitenden Partner wurde. Alle Angebote zusammen sind ein Garant dafür, dass im Land eine junge Garde von beteiligungsaffinen Bürgermeistern heranreift. Klar war von Anfang auch, dass wir mit unserer Arbeit in die Fläche und damit stark in den ländlichen Raum hineinwirken. Bestes Beispiel dafür sind die Förderprogramme unserer Allianz für Beteiligung e.V. Als gemeinnützig anerkannter Verein ist es der Allianz möglich, nicht nur klassische Vereine oder Kommunen zu fördern, sondern auch kleine und kleinste Initiativen ohne Rechtsstatus. Das ist ein Novum. Über 350 Mal wurde das Programm gut beraten von Initiativen in ländlichen Raum in Anspruch genommen. Ob der Schwanen in Nähren, Dorfläden oder Generationenprojekte. Dass die Beratungsgutscheine zu solch einem Erfolgsmodell und regelrechten Renner werden, hätten wir nicht gedacht. Unser neuer Beteiligungstaler landete binnen eines Jahres bei 120 Initiativen im Rahmen der Kleinprojekteförderung. Schaut man sich diese beiden Programme beispielhaft an, kann man erkennen, dass wir etwas in der Förderung verankert haben, was auf die Stärkung der Zivilgesellschaft per se hinausläuft. Nicht die Kommunen, sondern die Initiativen selbst können die Förderung beantragen. Die Kommunen geben nur noch über eine kommunale Einverständniserklärung ihr Okay dazu. Am Anfang unserer kleinen Reise war dies noch ganz anders. Wenn man so will, haben wir durch dieses Programm auch zu einer kleinen Entmachtung der Verwaltung beigetragen und damit auf eine große Veränderung der Zivilgesellschaft reagiert. So geht Empowerment. Und das Schönste, es geht ganz viel auch digital. Lassen Sie mich zum Schluss, liebe Engagierte, auf der kleinen Zeitreise ein paar anspruchsvolle Pfade ansprechen, die auf dem Weg zur Bürgerkommune noch vor uns liegen. In manch einer Verwaltung bleibt die Angst vor Veränderung, die teilweise bereits Erreichtes wieder rückgängig macht. Gefragt sind daher mehr denn je agile Formen der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik. Die Zufallsauswahl bei der Beteiligung ist hier ein guter Schlüssel. Sie ermöglicht eine gute Diskussionskultur, schafft Pluralität der Meinungen und erzeugt oft immer wieder selbstwirksames Engagement. So entsteht aus Beteiligung Mitwirkung und Engagement. Diese Erfahrung haben wir bei vielen Beteiligungsverfahren gemacht, insbesondere auch im Förderprogramm Nachbarschaftsgespräche. So werden aus Worten auch Taten
und erzeugen Selbstwirksamkeit in den Kommunen, gerade auch in diesen schweren Pandemiezeiten. In diesem Sinne, lassen Sie uns in diesen Zeiten aufeinander achten, bleiben Sie aktiv und gesund auf unserem gemeinsamen Weg der Bürgerorientierung. Dankeschön.